Jetzt widmen wir uns erstmal den Treibern. Meiner Meinung nach gibt es zwei Golfschwünge. Es gibt einmal den Eisengolfschwung, beziehungsweise den Golfschwung, wenn der Ball am Boden liegt, und einmal den Golfschwung, wo der Ball in der Luft liegt. Der passiert ja leider nicht so oft, nur mit dem Treiber. Also, wir können uns merken, an sich gibt es zwei verschiedene Golfschwünge, wie man den Ball attackiert. Da sind wir schon beim Thema. Auf die Frage hin mit dem Eisen. Wo sollte der tiefste Punkt sein? Optimalerweise ist der tiefste Punkt mit dem Eisen nach dem Ball. Sprich, zuerst den Ball treffen und dann den Boden. Ball, Boden. Immer sieht man, dass ich im Fernsehen die Divots fliegen. Diese Divots werden aber nach dem Ball produziert. Nicht den Glauben haben, unter den Ball zu kommen. Unter den Ball kommen, da kommen wir später dazu. Also egal mit welchem Schläger und der Ball liegt am Boden, Sie möchten immer zuerst den Ball treffen. Mit dem Driver dreht sich das alles ein bisschen um. Mit dem Driver ist der tiefste Punkt schon vor dem Ball, nicht nach dem Ball. Das heißt, wir müssen auch schon ein bisschen was in der Ansprechposition umstellen. Wo wir auch gleich beim Thema wieder sind. Mit dem Eisen in der Ansprechposition stehen wir hüft-schulterbreit am Ball. Unser Oberkörper ist gebeugt, Gewicht ist auf beiden Füßen gleich, Zentrum im Fuß, die Hände sind leicht auf Ballhöhe gelehnt und die Bewegung ist, die Schulter dreht tief hinter dem Ball. Nochmal, Ansprechposition mit dem Eisen. Die Ballposition ist natürlich abhängig vom Schläger. Ich habe jetzt hier ein 9er Eisen. 9er Eisen ist leicht vor der Mitte, die Hände sind auf Ballhöhe gelehnt, Oberkörper ist gebeugt. Die Schulter dreht tief nach hinten. So, jetzt sind wir aber beim richtigen Thema, und zwar mit dem Driver. Mit dem Driver liegt der Ball hier in der Luft. Das heißt, wir müssen den Ball optimalerweise auch in der Luft erwischen. Also, jetzt dieses Thema unter den Ball kommen. Jetzt ist es richtig. Mit den Eisen, mit allen anderen Schlägern eigentlich nicht. Nur mit dem Driver. Die Basics mit dem Driver. Die Ballposition dem Driver ist optimalerweise Innenseite linker Fuß. Die Standbreite ist um einiges breiter als mit den Eisen. Ich brauche einen stabilen Stand. Sie haben jetzt auch den längsten Schläger im Bag in der Hand. Also, der braucht Stabilität. Deswegen dürfen Sie sich auch ruhig ein bisschen breiter hinstellen. Die Gewichtsverlagerung beim Driver. Meiner Meinung nach steht man besser in den Fersen und stabiler in dieser Kampfposition. Also stellen Sie sich nicht mit der Neigung nach vorne, mit dem Fuß bzw. die Zehenspitzen, das ist sowieso nie gut, immer mehr in den Fersen stehen. Von hinten würde es ungefähr so aussehen. Der Oberkörper ist relativ gerade. Ich muss mich jetzt nicht weit nach vorne beugen, weil der Schläger so lang ist. Alles, was ich mache, ich setze mich sehr entspannt in meine Fersen. Schauen Sie darauf, dass Ihre Knie nicht nach vorne gehen, weil sonst sind Sie auch nicht richtig in den Fersen. Also wirklich leicht nach hinten in die Fersen. Die Bewegung mit dem Driver ist hauptsächlich eine Drehung. Sie müssen sich mehr nach hinten drehen, als die Arme nach oben heben. Mit den Eisen ist es auch wieder an. Mit den Eisen müssen Sie sich drehen und die Arme heben. Mit dem Driver konzentrieren Sie sich mehr auf die Rotation, dass die Hüfte, der Bauch, die Schultern, das alles zusammen nach hinten dreht. Der Driver ist so lange, er braucht Kontrolle. Und diese Kontrolle bekommen Sie, indem der Körper am besten zusammenarbeitet. Die letzte Basic beim Driver ist die Handposition. Immer wieder sehe ich Leute am Ball stehen mit dem Driver und den Händen vor dem Ball. Was passiert, wenn die Hände vor dem Ball gehen? Das heißt, die Schultern stehen links. Wir machen das mal von der Seite. Die Schultern öffnen sich. Was dabei rauskommen kann, haben die meisten als Fehlschlag der Push Slice, der einfach rechts startet und auch noch nach rechts dreht. Optimalerweise sind die Hände mit dem Driver Körpermitte, sprich auf Bauchnabelhöhe, einfach nur nach vorne geschoben. Wenn Sie denken, Sie müssen den Schläger direkt an den Ball bringen, das müssen Sie nicht. Sie müssen den Ball in die Luft schlagen. Deswegen spricht nichts dagegen, den Schläger ruhig ein bisschen, sprich 5 bis 10 cm hinter dem Ball abzusetzen, sodass sich Ihr Gehirn programmieren kann, jetzt geht es dann schon wieder in die Aufwärtsbewegung. So, also viel geredet, ich mache Ihnen jetzt einfach mal einen vor. Ich greife den Schläger, schiebe einfach nur meine Hände vom Bauchnabel nach vorne, nehme meinen Stand, etwas breiter, Ballposition ist links. So. Ich setze mich in die Fersen und alles, worauf ich mich jetzt konzentriere, ist, dass alles sehr gut zusammendreht.
Moment sich wunderbar drehen und schön draufhauen, garantiere ich Ihnen einen guten Drive.